Hallo Römer und die Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Wir könnten eigentlich erstmal nach dort hinten gehen, denn ich glaube, da kommen wir weiter. Da kommen wir nicht weiter. Hey, warte mal, von hier kommen wir, oder? Nee. Ah, okay. Das war bad. Aber bad des Todes, Alter. Holy shit, moly. Das war halt einfach todesschlecht. Aber okay. Gut, oh nein, das... Oh. Okay. Wir schaffen das. Nächstes Mal werde ich nicht in die Grube fallen. Ich... Okay, nein, ich verspreche es lieber nicht. Ja, wir sind immer noch im Tempel des Windes unterwegs. Ich habe gerade irgendwie nichts zu erzählen. Und irgendwie muss ich auch ein wenig leiser sprechen als sonst, denn... Warte, hier... Ah, nee, okay. Hier lang. So. Denn meine Mom will pennen. Und ich weiß dann immer nicht, wie laut ich reden kann, deswegen rede ich halt von Natur aus dann leiser. Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So. Oh, perfekt. Okay. Kick. Sehr geil. Was hätten wir? Wir haben die Dungeon-Karte. Jetzt haben wir Karte, Kompass und Item. Okay. Das war leichter als erwartet. Das öffnet nur die Tür. Und wir kommen hier tatsächlich weiter, merke ich gerade. Okay, dann müssen wir nochmal zurückgehen. Und runterfallen. Oder? Ja doch, ich bin der Meinung, ja. Aua. Oh, diese blöden Fledermäuse, ne? Hier müssen wir, glaube ich, nochmal runterfallen. Ja, da unten dürfte noch irgendwas auftauchen. Ja! Oh. Aber was taucht hier auf? Habe ich den Raum jemals gemacht? Leute, ich glaube ohne Witz, dass ich diesen Raum nie gemacht habe. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Ha. Okay. Es gab ja auch nur ein Fragment, also von daher habe ich ihn deswegen wahrscheinlich nie gemacht. Weil es nie nötig war. Hä? Was? Lol. Echt? Ohne Witz? Hä? Ich kann mich an diesen Raum gar nicht erinnern. Aber ist okay. Nehme ich so hin. Okay. Okay. Puh. Okay, das können wir schieben. Springen wir mal eben rüber. Runterfallen wäre dumm. Herzteil. Ah, okay. Hier haben wir das Herzteil erhalten. Sehr nice. Das heißt, hier können wir jetzt auch erstmal nichts mehr machen. Oh. Jetzt müssen wir runterfallen. Aber das ist egal, glaube ich. Ja. Hat sich ja nichts geändert. Gut. So, jetzt war's. Erstmal die Dinger besiegen. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Ach, genau, das war das. Okay. Wir müssen nämlich jetzt... den da, da drüben zum Explodieren bringen. Damit wir hier rüberkommen. Da brauchen wir einen Schlüssel. Hier könnten wir doch mit einer Bombe eigentlich, oder? Ah, ja. Aber ich glaube, das ist eh nur... Obwohl, das ist der Schlüssel vielleicht. Moment. Nee. 200 Rubine. Wow. Ich bin... Ja. Ich wollte gerade begeistert sagen, aber... eigentlich nicht. So, wir haben jetzt hier einen Schlüssel. Ho, du warst gefährlich nah dran. Okay. So, hier bekommen wir dann wahrscheinlich auch nochmal einen Schlüssel. Den müssen wir ja eigentlich. Nee. Ah, Moment. Okay, ich glaube... wir müssen hier hoch. Ah.
Oh. Okay. Bombe legen. Geh mal kurz hier lang. Ah, genau. Hier kommen wir noch nicht weiter. Okay. Oh. Sie dachte, die Bombe bleibt da. Aber nein. Tut sie nicht. So, jetzt. Da, wo das Skelett war, nochmal eine Bombe legen. Das war dumm. Au, 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 au. Herz. Herz. Okay. Oh, Bomben. For real. So. Hier müssen wir gleich runterfallen. Aber erst gleich, denn vorher müssen wir uns langsam hier lang strugglen. Aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Weil sonst geht der Schalter dann in die Luft. Und was dann passiert, wenn der Schalter in die Luft geht, das zeige ich euch gleich. Erstmal den kleinen Schlüssel holen, genau. Was haben wir hier noch unter? Nichts Krasses. Alles klar. So. Ja, und noch kaputt machen. Aua. Dann geht die Tür zu. Und das wäre nicht gut gewesen. Hier müssen wir runterfallen, damit wir vor der Tür landen, genau. Und hier sind wir jetzt schon fast. Okay. Oh. Ich hab mich grad. Okay. Oh. Ach, okay, wir mussten erst unten lang. Ich dachte, wir müssen erst hier oben lang, um zu einer Truhe zu kommen, aber nein. Erst hier lang. Okay. Oh. Dann können wir das wegschieben, genau wie das. Und uns ein Glücksfreund mitholen. Sehr gut. Das war dumm. Ich renn schon wieder in alles rein, Leute. Ich renn schon wieder in alles rein. So, jetzt mussten wir aber auch wieder zuerst hier lang, oder? Um ein paar Herzchen und eine Fee zu bekommen, okay. So, das können wir schieben. Okay. Geh weg, geh weg, geh weg. Okay. So, hier bekommen wir Geld, okay. Akzeptiere ich so, nehme ich so hin. Aber wir müssen noch. Von hier aus muss man doch auch noch irgendwo rüberspringen, glaube ich. Oder bin ich jetzt. Ja, genau, darüber. Wir mussten, glaube ich, sogar erst hier rüber, oder? Bin mir da gerade gar nicht so sicher, Leute. Wir springen einfach mal komplett hoch. Hier kommen wir zum Boss. Okay. Bei dem Boss-Key haben wir ja auch schon. Wo kamen wir hier hin? Zu einem Fragment. Okay. Ich habe was Krasseres erwartet. Aber dann nicht. Okay, dann nicht. Nee, dann nicht. So, wieder rüber. Vielleicht noch Herzchen holen? Nein, okay. Da vielleicht? Ach, komm ich nicht an, schade. Ich dachte, mein Schwert ist so groß, aber nein, ist es nicht. So. 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 Auf zum Boss, Leute. Den Weg noch mal ein paar Herzchen holen, genau. Sehr schön. Zack, zack. Oh. Und, Leute. Noch ein riesiger Wirbelsturm. Wie ihr seht, dieser Wirbelsturm bringt uns hier hin. Und hier müssen wir jetzt. Ja, immer diese Augen angreifen. Dabei ist es eigentlich prinzipiell relativ egal. Okay. Ja, okay, da muss ich springen. Moment. So, dabei ist es prinzipiell relativ egal, ob wir jetzt wirklich die. Ihr wisst. Oh Gott, ey. Die Augen nehmen als Link. Also, beziehungsweise uns so klonen als Link, dass wir die Augen angreifen können, wie sie so gerade dargestellt sind. Oder nicht? Ach komm. Ich glaube, das kann man auch so machen. Ne, kann man nicht. Okay. Oh, dieses Kackviech da nervt. Okay. Ah,
So, ja. Was ich meine ist, es werden ja die Augen, weiß nicht, 3 zum Beispiel angezeigt. Und dass wir auch in der gleichen Sichtweise unsere Klone machen. Wie jetzt zum Beispiel hier, dass wir die gleich aufteilen. Wir können auch uns so klonen. Eigentlich. Ja. Und angreifen. Ah. Wegen diesem kleinen Mini-Dreh. Das ist kein guter Kampf. Wegen diesem kleinen Mini-Manta-Rochen oder was das ist. Verkacke ich das hier gerade ein bisschen. Jetzt komm her. Danke. Okay, den haben wir auch. Sehr schön. Ah, okay. Ist der Kampf irgendwie... Wie habe ich den Kampf anders in Erinnerung? Alter. Ich muss zugeben, echt, ich habe den Kampf anders in Erinnerung. Ja, okay. Ich kann mich nicht an diese grünen Teile erinnern, die auftauchen, während wir auf dem roten Mantarochen sind. Also auf dem... Oh, wie heißt der Typ denn nochmal? Mann, es gibt... Der hat extra einen Namen. Ich weiß, mir fällt sein Name nicht ein. Das ist echt... Ach, Mann. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Hab zwar gerade nicht so gut kommentiert, aber ich musste mich auch ein wenig konzentrieren. Aber wir haben das letzte Element, Leute. Das letzte Element. Windelement erhalten. Das Windelement enthält die Kraft, die Samen trägt und Früchte bringt. Oh yeah. Das war der letzte Herzcontainer, Leute. Wir haben noch 6 Herzen vor uns und die erreichen wir bis auf eines komplett durch Herzteile. Also 5 Herzen bekommen wir noch durch Herzteile und ein durch einen Herzcontainer, aber nicht durch einen Palast, sondern der wird einfach so als letztes Herz, sag ich mal, gegeben. Scheiße, ich hab... Herz habe ich weggedrückt. Das war dumm, es tut mir leid. So, wir gucken erstmal noch wegen Fragmenten. Ob jemand vielleicht nochmal Fragmente vereinen möchte? Die Omi noch, okay. Immer noch das Grüne, was wir nicht haben, Alter. Wir haben halt... Nee, wir lassen das. Wir lassen das. Wir machen keine... Wir vereinen keine Fragmente mit den Leuten jetzt. Zwingend zumindest. Wir können sie anquatschen, aber gucken. Und wenn sie jetzt haben, dann... Also, die auf dem Weg, meine ich. Ich suche die jetzt nicht extra. Und hier hat sich der Baum geöffnet. Ich weiß gar nicht, was da oben war. Vielleicht irgendwas zum Buddeln oder so. Das kann sein. Auf jeden Fall haben wir die letzte Schriftrolle, Leute. Oh. Ja, okay, sie will ein Fragment vereinen. Hast du vielleicht ein cooles? Ich hasse grüne Fragmente. Hier kam ich raus, ne? Ja. Fragment? Nein. Fragment? Nein. Okay. Gut. Ja. Wir holen uns jetzt die letzten beiden Schwertkünste. Hallo, dieser Mantel, du bist doch, und du bist noch geschickter geworden? Ja, jetzt können wir eine neue Technik trainieren. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, bitte. Bitte. So sei es, ich werde dich nun die Technik des der Sturzattacke lehren. Ziehe den Greifenmantel an, rüste dich mit dem Schwert aus, springe hoch in die Luft, zücke das Schwert am höchsten Punkt des Sprungs. Es ist vollbracht. Ja, ich habe verstanden. Höchst erfreulich, dass dein Verstand so schnell arbeitet. Doch Schwertechnik muss man mit dem eigenen Körper fahren. Ja, wir machen dich zur Marionette, okay. 1, 2, 3, Marionette und sei. Yeah. Ist das nicht geil, Leute? Ha, yeah. Sehr gut, ich bereiche dir diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du deine Schwertechniken vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Oh yeah. Wir haben jetzt, Leute, alle 7 Schriftrollen. Und jetzt können wir uns die Boss-Attacke des Todes holen. Okay, so krass ist sie vielleicht nicht. Aber sie ist geil. Und zwar machen wir das bei dem... Ja, Geist von... einem Schwertmeister. Hier waren wir auch schon. Hier drin, Leute. Hallo. Ich bin Magnus der Erste, der größte Meister der Schwertkunst aller Zeiten. Das Training bei mir ist unvergleichlich. Ein besseres gibt es nicht.
Ja, wir wollen trainieren. So denn, ich werde dich die höchste Schwertechnik lehren, die große Wirbelattacke. Starte deine Wirbelattacke, drücke wiederholt den Knopf. Es ist vollbracht. Ist dir der Ablauf wahr geworden? Ja. So, du glaubst zu wissen, wie die hohe Kunst vollbracht wird? Nun, Schwertechnik... Oh. Ja, ist okay. Ja. Guckt sie euch an, Leute. Und damit sind wir nun in der Lage, sehr, sehr geil, ja, Fragmente zu farmen. Wir porten uns nochmal kurz in die Stadt. Von hier aus leeren wir unsere Flaschen. So. Holen uns bei ihm zweimal das Weiße. Genau, dass mehr Glücksfragmente auftauchen, ja. So. Ja. Ach, kann man das nur einmal kaufen? Was? Ich hab Orangenfarben, was? Weiße Sirup, ja. Orangenfarbenen Sirup hast du schon. Hä? Aber okay, alles klar, können wir es nur einmal holen. Aber jetzt. Jetzt holen wir uns noch einmal eine weitere Schriftrolle, so gesehen. Wir wissen ja noch, genau, hier war das Offen. Und er hier. Genau, was willst du bei mir trainieren? Ja, bitte. Zeige dir, wie deine große Wirbelattacke länger hält. Das ist das Einzige. Ja. Deswegen ist dieser Typ hier. Frag nicht. Fragt einfach nicht. Deswegen ist der Typ dort. Einfach nur, damit er uns die Macht gibt, noch länger eine Wirbelattacke auszuführen. Akzeptiere ich. Keine Marionettentechnik, finde ich gut. Also von daher ist alles fit. So, wir gehen jetzt erstmal hier unten hin. Denn hier unten ist der Ort, Leute. Und das werde ich jetzt offscreen gleich noch weitermachen. Hier ist der Ort, an dem wir übel gut Fragmente farmen können. So, erstmal den hier bitte besiegen. Den hier oben auch. Den auch. Moment. Guck mal kurz. War hier noch irgendwo was? Ne, hier war nur der andere. Okay. So, die sind noch besiegt, ne? Genau. Wir setzen das Sirup ein. Und drehen uns jetzt hier weiter. Und das, Leute, ist eine super Möglichkeit, Fragmente zu farmen, wie ihr seht. Es ist halt einfach übel GG. Und das machen wir jetzt noch den restlichen Part und das werde ich offscreen halt auch noch weitermachen. Ja, das war's, prinzipiell. Unser Sirup ist ausgelaufen, glaube ich. Aber wir machen das Grasfleckchen hier noch zu Ende. Ja. Guckt euch jetzt unsere Fragmente an. Wir hatten keine grünen, Leute. Wir hatten keine grünen Fragmente. So farmen wir Fragmente. Das mache ich jetzt, bis wir... Ich glaube, es gibt eine maximale Anzahl an Fragmenten. Bis wir die erreicht haben, mache ich das jetzt. Ich will nochmal kurz gucken. Vielleicht will noch irgendwer hier vereinen. Hier dienen vielleicht. Verrohre? Nein, okay. Kann ja sein, dass irgendwer Fragmente vereinen will. Aber das gucke ich mir dann gleich nochmal in der Liste durch, wer jetzt noch Fragmente vereinen möchte. Gibt ja eine Liste im Internet, wer nach dem vierten Dungeon zum Beispiel Fragmente vereinen will oder so. Und das gucke ich mir dann gleich an. Und dann... Beziehungsweise bis zum nächsten Part gucke ich mir das an. Und dann machen wir das alles im nächsten Part. Mit sau vielen Fragmenten sehen wir uns dann hier in der Stadt auch irgendwo hier wieder. Ich weiß noch nicht genau wo. Mal gucken. Ja,
Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!